Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Kanal 3. Wir haben für Sie wieder zahlreiche Beiträge zusammengestellt. Welche genau, das sehen Sie jetzt. Wir haben für Sie die Informationen rund um den Verkauf des ÖDK-Geländes, informieren Sie über die Präsentation der Chronik der Marktgemeinde Maria Lankowitz, haben mit den Spitzenkandidaten der SPÖ über das Thema Tourismus gesprochen, haben wieder einen passenden Urlaubstipp für Sie vorbereitet, informieren Sie über das Thema Fasten und Entschlacken, führen unser Interview der Woche mit Energetikerin Gertrude Josefa Sterbens und in unserem aktuellen Kinotipp zeigen wir Ihnen den Streifen Asterix im Land der Götter. Die ÖDK beschäftigt schon seit Jahren die Medien und vor allem natürlich auch die Bevölkerung. Zuerst der Verkauf, dann der Abriss und letztlich die Frage, was passiert mit dem Gelände. Was mit dem Gelände der ehemaligen ÖDK passiert, das steht seit einigen Tagen fest. Wir informieren. Ein Jahr lang haben sie gedauert, die Verhandlungen rund um das ÖDK-Gelände im Bezirk Voitsberg. Nun ist man zu einer Entscheidung gekommen. Die Stadtgemeinde Voitsberg Infrastruktur KG hat gemeinsam mit dem Badener Reicher Projektentwicklung den Grund erworben. Von Beginn an haben wir uns Gedanken gemacht, was wir mit dem Grundstück von knapp 250.000 Quadratmeter machen. Und die Varianten waren Einzelabverkauf oder eben das gesamte Grundstück zu verkaufen. Und da gab es primär nur einen Interessenten und das war die Gemeinde Voitsberg. Und so hat sich durch den gesamten Widmungsprozess und Einreichung der Abbaugenehmigung und so hat sich ein gewisses Verhältnis zwischen der POR und der Gemeinde Voitsberg ergeben. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit der POR-Scholz-Gruppe zu einem sehr, sehr guten Ergebnis gekommen sind. Und es war wirklich ein faires Verhandlungsszenario. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ja die Verträge hin und her geschickt werden müssen, damit Punkt und Beistrich passen. Über 200.000 Quadratmeter stehen also der Ansiedlung von Betrieben zur Verfügung. Erste Gespräche hat es bereits gegeben, genaueres ist zurzeit noch nicht bekannt. Mit dem Lagerhaus steht aber zumindest schon ein Käufer fest. Für die Kunden bedeutet das, dass das eben ein Standort für die Zukunft ist, wie man so schön sagt, Lagerhaus 2020. Wir wollen ein modernes Lagerhaus sein, wir wollen den Kunden wünschen, den Wünschen unserer Mitglieder, unserer Kunden gerecht werden und hier können wir das eben verwirklichen auf einen neuen Standort, was eben bei den beiden alten Standorten so nicht mehr möglich gewesen wäre. Das Lagerhaus hat die Planung fertig, der vordere Bereich, wo das Lagerhaus sich befindet, ist ja quasi für den Handel gedacht, aber die Großflächen natürlich für Klein- und Mittelbetriebe, es braucht niemand Angst haben, dass da jetzt ein riesiges Einkaufszentrum entsteht, das ist überhaupt nicht gedacht und geplant. Wir haben schon genug in der Region. Nein, wir wollen eine sinnvolle Vermarktung haben, dafür eben die Projektentwickler und für den Arbeitsmarkt natürlich eine deutliche Belebung. Mit dem Erwerb des ehemaligen ÖDK-Geländes entstehen also neue Chancen für die Kernregion Voitsberg. Es war einmal vor langer Zeit, da wurde der Grundstein für das heutige Maria Lankowitz gelegt. Dazwischen liegen Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende. Die Geschichte von Maria Lankowitz wurde nun von Peter Weisner und Professor Magister Dr. Ernst Lasnik zusammengefasst und in eine Chronik gepackt. Wie ist Maria Lankowitz überhaupt entstanden? Wie zum Wallfahrtsort geworden? Antworten auf diese und viele, viele andere Fragen kann man ab nächster Woche aus der frisch gedruckten Chronik der Marktgemeinde Maria Lankowitz erhalten. Grundsätzlich ist das Ganze schon irrsinnig lang vorbereitet am Herrn Peter Weisner. Er als Historiker, weil sonst könnte er das nicht so machen. Nicht? Er macht das ja gratis oder zumindest unentgeltlich. Und es war für mich schon ein besonderes Bedürfnis, dass ich jetzt durch meinen nicht mehr kandidieren und eigentlich meinen Abschied nehmen, dass wir noch was dokumentieren, was die alte Gemeinde Lankowitz betrifft. Wenn ich das Ganze so, wie ich das angeschaut habe, nicht, der Vorabdruck, dann ist es schon eine tolle Sache, was hier geleistet worden ist. Über 4 Jahrzehnte hat Peter Weisner Unterlagen, Urkunden und Bilder gesammelt, Interviews geführt und recherchiert, um eine ausführliche und umfangreiche Chronik von Maria Lankowitz zu fertigen. Also ich habe schon ein Kapitel gegliedert. Ursprünglich hatte ich ja vor, dass man wirklich wie ein Lexikon, dass man alles nachlesen kann, was hier vorgefallen ist. Das war einfach nicht möglich, das wäre unlesbar. Das würde ja auch niemanden wahrscheinlich interessieren oder nur Teilkapitel.
Und so habe ich versucht, für jeden in Maria Lankowitz, für die gesamte Bevölkerung etwas zu schaffen, das eben dann auch interessant ist. Ich will jetzt nicht sagen nur Highlights, aber wenn man zurückblickt, dann versteht man vielleicht an verschiedene Dinge im Zusammenhang. Und darum ist es mir letztlich gegangen. Offiziell wird die Lankowitzer Chronik am 6. März präsentiert. Man darf also gespannt sein. Die Weststeiermark ist als ehemalige Bergbauhochburg weit über die Grenzen hinaus bekannt. Den Bergbau gibt es nun seit vielen Jahren nicht mehr und damit ist der Region auch ein enormer wirtschaftlicher Faktor weggefallen. Mit dem Tourismus soll nun der Region zu neuen Höhenflügen verholfen werden. Es ist das entscheidende Tüpfelchen auf dem i, das der Region rund um Voitsberg noch fehlt, um den Sprung von der ehemaligen Bergbauregion hin zur Tourismusregion zu schaffen. Für die Libizaner Heimat ist dieser entscheidende Schritt aber wichtig. Wir wissen ja, touristisch hat es eine gute Entwicklung in den letzten Jahren gegeben, mit Biber klarerweise, mit der Therme und mit vielen anderen Einrichtungen, am Golfplatz in Maria Lankowitz, Badesee. Das ist ein gutes Standbein, das wir weiterentwickeln sollten, neben der Ansiedelung von KMUs und kleinen Betrieben, glaube ich, dass das wichtig ist. Und genau hier sollte sich unsere Region auch Richtung steirischer Zentralraum entwickeln, das heißt enge Kooperation mit dem Stadttourismus in Graz, um hier enge Vernetzung und Verknüpfungen für die Zukunft zu finden. Für eine positive Entwicklung ist aber nicht nur eine engere Zusammenarbeit mit Graz wichtig, sondern vor allem auch die Kooperation der Gemeinden untereinander. Darin sind sich auch die Spitzenkandidaten der SPÖ in den 5 Kernraumgemeinden einig, die sich bereits ihre Gedanken in puncto Tourismus gemacht haben. Der Tourismus ist, glaube ich, eines unserer besten Lösungen, die wir haben. Wir haben eine wunderschöne Region. Ich sehe es zum Beispiel mit unserer Städtefreundschaft Köflach-Gingern. Die Gingerner kommen sehr gerne zu uns und die wissen unsere Gegend wirklich zu schätzen. Wir müssen auch unseren Bewohnern im Bezirk hier einfach unsere Region näher bringen, unsere wunderschöne Landschaft näher bringen. Und ich denke, in der Vermarktung unserer Region liegt eigentlich unsere wirkliche Zukunft. Tourismus ist natürlich für die Stadt wichtig, ist wichtig natürlich für die ganze Region, weil es mit dem Tourismus man Visionen auch für die Zukunft entwickeln kann. Birnbach lebt vom Tagestourismus. Und hier geht es, glaube ich, meiner Meinung nach noch Ansätze zu finden, um stärker sich mit Graz zu verbinden, mit dem Zentralraum, um hier auch einen größeren Markt vorzufinden. Also ich denke, dass der Tourismus neben dem Bereich Wohnen für Maria Lankowitz die größten Chancen für die Zukunft bietet. Und wenn wir hier bei der Kirche stehen, so ist das, glaube ich, genau einer dieser Orte in Maria Lankowitz, der sich in Zukunft noch entwickeln kann und auch entwickeln wird. Da bin ich sehr zuversichtlich. Aber ich glaube, für die Bevölkerung selbst, für den Kernraum und auch natürlich für Maria Lankowitz, ist die touristische Entwicklung schon wertvoll. Und man hat ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen, dass das durchaus auch einen Schwung in die Gemeinde gebracht hat und den gilt es einfach weiter fortzuführen. Wir sind zwar keine Tourismusgemeinde, aber das ist ganz, ganz wichtig für unsere Region. Ich bin ja Regionsdenker und da fehlt uns natürlich bei der Beherbergung, sage ich, fehlt uns schon vieles, weil wir könnten gar nicht so ein großes Event machen, weil wir einfach die Betten nicht haben für Nächtigungen. Tourismus ist sowieso in allen Bereichen eine Zukunftsschiene und wir haben ja im oberen Teil unserer Region, sprich Wallfahrtsort Maria Lankowitz oder Libizaner Heimat, also Biber, einiges zu bieten. Auch wir als Wirtschaftsstadt haben einiges dazu beigetragen, so hoffe ich, mit dem Energieerlebnispark, mit dem Sagenberg, Erzherzog Johann Naschgarten und den verschiedenen Kulturstädten. Tourismus ist ein Faktor, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Dort arbeiten und wir haben auch einen, glaube ich, sehr guten Tourismusverband, der das umsetzen kann. Der Tourismus soll der Region neuen Aufschwung bringen. Dafür wollen sich die SPÖ-Kandidaten gemeinsam einsetzen. Sie suchen schnelles Internet? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Egal ob Fiverr-Speed 20, 40, 60 oder 100. Alle Produkte gibt es jetzt um nur 9,90 Euro pro Monat. All das gibt's bei iNet, das schnellste Internet in Ihrer Region. Radio West, das Weststeirische Radio. In Bernbach auf 106,2.
Jetzt darf ich Sie wieder in den Urlaub entführen. Wohin? Das verrate ich Ihnen noch nicht. Das machen die Experten von Gruberreisen. Der Magic Life Kalawi in Ägypten, genauer in Jafaga, ist für Familien, aber auch für Paare geeignet. Perfekt finde ich, dass dort einen tollen, flach abfallenden Sandstrand gibt, den ich ohne Badeschuhe betreten kann, aber auch ein tolles Riff, bei dem ich toll schnorcheln und auch tauchen kann. Tief in der Sahara auf einem Trommel. Ideal ist natürlich ein Ägyptener Schnorchelausflug. Da fährt man 2 bis 3 Spots an, wo man dann schnorcheln kann. Oft kommt man dann zum Beispiel zu den Giftuminseln. Da kann man dann eine Pause einlegen, ein bisschen Sonnen liegen, aber auch schnorcheln. Oder perfekt wäre vielleicht auch eine Quadbike-Safari. Da fährt man ins Hinterland, ist man ein paar Stunden unterwegs, sieht man die Beduinen, Abendessen mit denen gemeinsam. Die Königin der Nacht, Simsalabim war sie verschwunden. Auf kulinarische Genüsse muss man nirgends verzichten. Aufpassen muss ich ohnehin immer im Ausland, was jetzt Eiswürfel und so weiter betrifft. Aber Magic Life Kalawi bietet mehrere Restaurants von der internationalen Küche über Italienisch, auch die nationale Küche. Aber ein besonderer Tipp wäre, das indische Restaurant einmal auszuprobieren, denn das gibt es nicht in sehr vielen Hotels. Am 1. März ist meteorologisch gesehen Frühlingsbeginn. Zeit also wieder an seine Bikini-Figur zu denken. Hilfreich kann dabei das Thema Fasten und Entschlacken sein und wir haben für Sie die entscheidenden Tipps. Ob in Seifenopern oder Hollywood-Streifen. Tag für Tag wird uns vermittelt, dass nur der schön ist, der keine überflüssigen Pfunde mit sich herumschleppt. Doch manchmal wollen die Kilos einfach nicht purzeln. Was helfen kann, ist eine Entschlackungskur. Und der Frühling ist die beste Zeit dafür. In dieser Zeit kann er besser ausscheiden, weil einfach von der Energiequalität her einfach eine andere, ja, andere Zeit ist. Zum Beispiel im Winter ist eher, da komprimiert sich die ganze Energie oder man kann es auch mit der Atmung vergleichen. Man atmet ein, das ist maximale Einatmung ist der Sommer, Ausatmung ist der Winter. Und so verhält sich auch die Natur. Und deswegen ist diese Zeit, Frühling, optimal für Ausscheidung und Entgiftung. Fasten- bzw. Entgiftungskuren kann man übrigens in unterschiedlichster Art machen. Wichtig ist aber, dass man nicht einfach nur die Giftstoffe im Körper löst, sondern diese auch ausleitet. Also beginnen, wie gesagt, ist der Tee ehrlich, der schaut, dass man die Toxine löst. Dann, wie gesagt, man braucht als Gegenspieler immer einerseits die Ernährung. Natürliche Ernährung ist schon mal ein guter Gegenspieler, weil wird basisch verstoffwechselt. Das ist immer ein guter Gegenspiel und man braucht Mineralstoffe. Also da gibt es verschiedene Produkte, was man zuführen kann an Mineralstoffen, weil das zum Ausgleichen. Und zum Ausscheiden verwendet man dort eigentlich Bäder, basische Bäder zum Beispiel, oder auch Körperbehandlungen. Oder Trockenbürstungen, da kann man mit, sogar Hildegard von Bingen hat es schon gemacht, dass man mit sogenannten Kupferbürsten ja, den Körper eigentlich bürstet, Trockenbürstungen macht, weil das sehr gut eigentlich die Entgiftung anregt. Fasten bzw. Entgiften muss im Übrigen nicht unbedingt mit Hungern in Verbindung stehen. Es gibt auch die Beachtung der sogenannten Organuhr. In der Früh zwischen 7 und 9 zum Beispiel hat man die Hauptzeit, ist der Magen. Hat der Magen am meisten Energie. Zum Mittag zwischen 13 und 15 Uhr, so dieser Zeit ist der Dünndarm. Und dann beginnen eigentlich eher diese ganzen Organe, zum Beispiel Verdauungsorgane, haben eher weniger Qi. Und bei einer Kundin ist ganz interessant, die hat am Abend eigentlich mal einfach die Ernährung umgestellt, eher auf Kraftsuppen zum Beispiel oder einfach auf leicht verdauliche Kost und sie da in kurzer Zeit 10 Kilo abgenommen und nicht mal voll umgestellt, sie hat nur, weil sie meistens durchs Arbeiten eher am Abend ihre Hauptmahlzeiten gehabt hat, jetzt hat sie einfach das nur umgestellt, eine leichte Kost und sie da ist. Bewegt sich einiges. Mehr Informationen zum Thema Fasten und Entschlacken erhalten Sie jederzeit kostenlos bei Joachim Jauch im Gesundheitszentrum Rosenthal. Gertrude Josefa Sterbens ist Energetikerin. Wir haben uns mit ihr zum Interview der Woche getroffen und mehr über ihre Arbeit erfahren. Wir sitzen jetzt heute hier bei der Gertrude Sterbens, ganz am Bergerl heroben eigentlich, in St. Johann, genauer gesagt in Mosing. Danke vielmals einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ja, bitte. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie zu mir kommen.
Ich finde unser Thema heute, beziehungsweise eben, dass Sie gesagt haben, wir dürfen vorbeikommen, ganz, ganz spannend, denn Sie sind Energetikerin. Das ist jetzt ein Wort, das all jene, die sich damit beschäftigen, wissen, worum es geht. Für viele andere ist es vielleicht dann irgendwie, um Gottes Willen, was passiert denn da? Können Sie vielleicht unseren Zusehern einmal sagen, was macht ein Energetiker, beziehungsweise was passiert, wenn man zu Ihnen kommt? Ja, ich glaube, ein Energetiker befasst sich einmal sowieso grundsätzlich einmal mit sich selbst und mit den Gedanken der Gesundheit. Warum wird man überhaupt Energetiker? Weil man sich einmal auseinandersetzt, was kann ich denn tun, damit mein Körper gesund bleibt und damit es mir seelisch gut geht. Wenn man sich dann weiterbildet, dann kommt es natürlich vor, dass der eine oder andere Klient sich auch meldet, vorausgesetzt natürlich, man hat die Genehmigung, die Berechtigung, als Energetiker zu arbeiten, und die sich interessieren, was könnte ich für mich tun, damit es mir besser geht und damit ich mich wohler fühle, sei es jetzt seelisch oder auch körperlich. Jede Krankheit beginnt ja in der Aura, im Energiefeld. Und erst wenn sie fortgeschritten ist, wenn das Energiefeld sehr gestört ist und der Energiefluss gestört ist, dann wird der Körper eigentlich krank. Lange vorher ist es in der Aura erkennbar. Auch im äußeren Erscheinungsbild, vielleicht, dass man blass ist oder dass die Zunge belegt ist. Oder dass man einfach hektisch ist oder vielleicht den Schlaf nicht mehr finden kann in der Nacht. Sie haben jetzt gerade vorhin gesagt, man beschäftigt sich zuerst mit sich selbst, aber es folgen dann viele, viele Kurse und Ausbildungen. Das heißt, das ist ja jetzt wirklich auch eine Wissenschaft für sich, beziehungsweise schon auf ganz fundierte Ausbildung, wenn man Energetiker ist. Ja, wir haben eigentlich uns sehr viel befasst. Also ich arbeite mit meiner Tochter zusammen, mit der Schwabel Eveline, und wir haben uns sehr viel weitergebildet, und zwar speziell in Deutschland. Da lernten wir die HNC-Methode, das heißt Human Neurocybernetics, also sanfte Regulation. Und so sind wir eigentlich in die Energiearbeit eingestiegen. Wir haben dann auch sehr gearbeitet in die Richtung, und dann sind wir eigentlich Jahre später erst zur Methode der Imedis-Behandlung gestoßen. Das heißt, wir haben die Frau Dr. Kempe kennengelernt in Liebuch, diese berühmte Quantenphysikerin, die unsere HNC-Methode wissenschaftlich ausgewertet hat, mit diesem Imedis-Gerät. Und wir haben dann dieses Imedis-Gerät gekauft, weil wir gesehen haben, wie großartig man seelische Dinge dort sehen kann und energetische vor allem. Energetisch sehen, das ist natürlich auch was, so eine Aura, man hört davon oder man bringt es ganz oft auch irgendwie mit Geistern in Verbindung, so eine Aura. Ist das jetzt wirklich diese berühmte Seele, die wir haben, die nach außen strahlt, oder wie kann man eine Aura erklären? Ja, die Seele, kann man sagen, das Energiefeld. Der Mensch strahlt ab, das lässt sich ja auch nachweisen. Es gibt eine Kirlian-Fotografie, es lässt sich nachweisen, die Aura strahlt. Je nachdem, wie gesund oder wie kränklich der Mensch ist, die Aura kann sehr strahlen, auch bei besonders Menschen mit großem Charisma. Oder sie kann auch sehr blass sein, nicht mehr in allen Formen strahlen, sondern eher in Grautönen. Man sieht das aber offensichtlich, wenn man dem Menschen begegnet, dass es ihm nicht gut geht. Wenn ich zum Beispiel eine Grippe habe oder eine akute momentane Erkrankung, ist die Aura sehr klein und schwach. Und das fühlt auch jeder Mensch selbst. Er legt sich ins Bett und kuriert sich aus. Und das sieht man aber auch am Messgerät von Imedis, also die Segmentardiagnose oder die Segmentarmessung, dass die Aura ganz, ganz klein ist. Dann gibt es noch eine zweite Methode, das ist das Kreisdiagramm. Da sieht man auch, dass der Kreis ganz klein ist, wenn man akut erkrankt, also wenn man die Grippe hat. Das kann aber in ein paar Tagen vorbei sein und der Kreis öffnet sich wieder. Und für mich ist das eigentlich das Kennzeichen der Aura.
Ist es jetzt eigentlich so, dass man, wenn man eine Aura sieht oder darstellen kann, dass es vielleicht sowieso Menschen gibt, die permanent eine sehr kleine Aura haben, die vielleicht gar nicht jetzt körperlich krank sind, sondern denen es einfach irgendwie schlecht geht und sie das noch gar nicht merken und man dann anhand von so einer Aura merkt, irgendwo muss was sein? Ja, ja. Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Die einen Menschen, die zum Beispiel sehr viel in frischer Luft sind, oder Menschen, die überhaupt im Freien arbeiten, die sind in der Regel sehr gesund in der Aura, weil sie eben schon vom Sonnenlicht her gestärkt sind. Menschen, die sehr viel in den Räumen arbeiten oder überhaupt in fensterlosen Räumen, die, da fühlt man schon, dass sie ein bisschen zum Beispiel Vitamin-D-Mangel haben, wie es der Arzt dann feststellt, aber dass sie eben auch eine schwächere Aura haben. Oder unterschiedlich, nicht? Wir können ja die einzelnen Organe schon über die Meridiane feststellen. Zum Beispiel ein geschwächter Lebermeridian oder Herzmeridian. Das ist die Aura. Nicht? Also da können wir nach der Vollmessung die einzelnen Organe sehen. Man kann jetzt aber nicht jetzt irgendein Organ behandeln, sondern man stärkt allgemein die Aura und dann insgesamt schwingt die Energie dann wieder besser im Körper. Ein Energetiker leistet ja Energiearbeit. Ist es jetzt zum Beispiel auch so, wenn ich für mich persönlich jetzt sage, so ein Nachmittag beim Spazieren oder von mir aus auch ein gemütliches Abendessen gibt mir Energie, ist das dann auch schon aurastärkend, energiestärkend oder ist man da auf dem falschen Weg? Ja, auf jeden Fall ist das aurastärkend. Aber das oberste Gebot, die Aura stärkt, ist ein glückliches Leben. Und Harmonie. Also wenn Konflikte sind im Leben oder Streitigkeiten oder Schockerlebnisse, die sind sehr schwächend. Und das ist eigentlich ein Punkt, an dem jeder Mensch arbeiten sollte, dass er möglichst die Schockerlebnisse abbaut oder sie ausgleicht oder eben wieder abschwächt. Schockerlebnisse müssen aufgelöst werden. Also da gibt es auch gute Bücher darüber, wie Schockerlebnisse sich dramatisch auf den Körper auswirken. Oder lang anhaltende emotionale Belastungen können sehr negativ sein und die Gesundheit schwächen. Inwieweit können Sie jetzt eigentlich wirklich unterstützen bei dieser Energiearbeit? Sind das eher Gespräche, die Sie führen und dahingehend unterstützen? Oder ist es wirklich so, dass man mit Ödeln etc. mithelfen kann? Ja, ich glaube, das ist schon einmal, dass man sich zusammensetzt mit dem Klienten und er erzählt einmal ja, sein Befinden. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Bioresonanzbehandlung. Da kann man auch, wie gesagt, die Energie messen und dann kann man sie auch wieder stärken. Also man sieht, die Energie ist jetzt zum Beispiel schlecht verteilt im Körper. Entweder ist zu viel Energie im unteren Bereich oder im oberen. Meistens ist die Energie sackt ab und im oberen Bereich ist sie geschwächt. Und wie gesagt, der Kopf ist das Steuerorgan, also ist es wichtig, dass man die Energie durch die Bioresonanzbehandlung stärkt, dass der Kopf wieder klarer wird und dann fühlt man sich wieder wohler. Kommt man jetzt eigentlich zu Ihnen, wenn man wirklich schon krank ist, können Sie da auch noch unterstützen oder ist es eigentlich so, dass man im Prinzip ja permanent und eigentlich ja von Anfang an kommen sollte? Also kranke Menschen werden einmal sicher ärztlich behandelt, das ist einmal ganz klar. Es kann aber auch unterstützend sein, wenn ein Energetiker mit ihnen arbeitet. Es ist eine zusätzliche Hilfe. Und wenn er ab und zu vorbeikommt und schaut, na, kann man vielleicht ein bisschen wieder die Energie stärken. So wird das oft bezeichnet von meinen Klienten, ich komme wieder Energie stärken. Dann ist das sicher sehr positiv. Wie schaut das jetzt eigentlich aus? Sie haben es vorhin schon gut angesprochen, beziehungsweise wir haben schon über diese Aura und die Energie gesprochen, die oft sehr klein ist auch. Gibt es so einen Paradefehler, wenn man es überhaupt so nennen kann, oder irgendetwas, was man einfach sehr oft falsch macht, wodurch auch die Energie schwindet, oder kann man das gar nicht so verallgemeinern? Ja, ich komme wieder zurück auf den seelischen Zustand. Das ist das Um und Auf. Und wenn ein Mensch glücklich ist und vielleicht sogar verliebt ist,
Das ist einfach der Höhepunkt. Da gibt es keine schwache Aura. Da gibt es nur gestärkte Menschen. Also man muss vielleicht auch ein bisschen bescheiden sein manchmal und im Zusammenleben ein bisschen ja, nachgeben oder vielleicht Streit schlichten. Aber man soll auf jeden Fall vermeiden, in Konfliktdauersituationen, in Dauerzustand zu sein. Das schwächt. Ob es jetzt ein nachbarlicher Konflikt ist oder ein Familienkonflikt, jeder Konflikt schwächt. Man müsste irgendwie versuchen oder sollte versuchen, einen Weg des Friedens zu gehen. Und eigentlich passt ja jetzt das Frühjahr auch gut. Das heißt, die Früchte kommen bald wieder, die Sonne ist da. Man sollte rausgehen, der Frühling, vielleicht gibt es ein paar Verliebte auch. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine gute Zeit, oder? Ja, der Frühling ist ideal. Alles kann wieder erblühen. Ne? Man kann vielleicht wieder Menschen kennenlernen. Man soll ja sowieso nicht nur jetzt auf entweder Liebe oder Hass gehen. Es gibt im täglichen Leben so viele Kleinigkeiten. Ein liebes Wort oder eine Begegnung oder etwas nicht immer kritisieren, sondern mal positiv sehen und einfach füreinander da sein. Und zu versuchen zumindest, füreinander da zu sein und sich das Leben nicht schwer zu machen. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zur Gesundheit. Sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich danke Ihnen vielmals noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben und würde mich freuen, wenn wir uns wieder einmal sehen. Ja, danke vielmals. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. In den nächsten Tagen, da kann es Ihnen passieren, dass Sie uns vielleicht einmal auf den Straßen begegnen, denn wir machen aktuell eine Umfrage für Radio West. Wir möchten nämlich das Programm unseres Senders den Wünschen unserer Hörer entsprechend anpassen. Bis wir uns sehen, wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. Kino Bernbach.